Ein schrecklicher Kampf mit postpartaler Depression. Sorgerechtsvereinbarungen über große Entfernungen. Häusliche Gewalt in ihrer Kindheit und schließlich in ihrer Ehe. Dies sind nur einige der tragischen Dinge, die Hayden Panettiere im Laufe ihres Lebens erlebt hat. Hayden Panettiere hat sehr offen über ihre Erfahrungen mit psychischen Problemen gesprochen. Insbesondere darüber, dass sie nach der Geburt ihrer Tochter Kaya im Jahr 2014 mit einer postpartalen Depression zu kämpfen hatte. Panettiere sprach im September 2015 in der Sendung Live with Kelly and Michael offen über ihre Erfahrungen und sagte: Women need to know that they're not alone. Sie fügte hinzu: Es heilt. Es gibt eine Menge Missverständnisse. Es gibt viele Leute da draußen, die denken, dass es nicht real ist, dass es nicht wahr ist, dass es etwas ist, was sie sich ausgedacht haben. Es ist wirklich schmerzhaft und beängstigend und Frauen brauchen viel Unterstützung. Einen Monat später bestätigte ihr Vertreter, dass sie sich in eine Reha-Einrichtung begeben hat. Im März 2016 sprach sie mit Yahoo über diese Erfahrung und gab zu, dass sie Angst hatte, nicht akzeptiert zu werden, nachdem sie mit ihren Problemen an die Öffentlichkeit gegangen war. Aber sie war es leid, in Angst zu leben und war bereit, alles auf den Tisch zu legen. Im Mai 2016 begab sie sich zum zweiten Mal in die Reha und twitterte: Die postpartale Depression, die ich erlebt habe, hat sich auf jeden Aspekt meines Lebens ausgewirkt. Anstatt durch ungesunde Bewältigungsmechanismen festzustecken, habe ich mich entschieden, mir Zeit zu nehmen, um ganzheitlich über meine Gesundheit und mein Leben nachzudenken. Nach ihrem zweiten Reha-Aufenthalt sprach sie wieder offen bei Good Morning America im Jahr 2017 und gab zu: I think I'm a better mom because of it, because you never take that connection for granted. Zwischen Hayden Panettiere und ihrer Tochter Kaya Klitschko liegen eine Menge Kilometer. Und wir meinen eine Menge. Denn Kaya verbrachte einen Großteil ihrer Kindheit in der Obhut ihres Vaters Wladimir Klitschko, in dessen Heimatland. Natürlich bringt es seine eigene Herausforderung mit sich, so weit von ihrer Tochter entfernt zu sein. Eine Quelle erzählte People im Juli 2019, dass Panettieres Leben im Fluss ist, da ihre Tochter getrennt von ihr lebt, obwohl ein Anwalt des Stars behauptete, dass sie sich immer noch regelmäßig sehen. Dieser Bericht kam 5 Monate, nachdem US Weekly behauptete, dass Panettiere nicht viel Zeit mit ihrer Tochter hatte. Ein Insider behauptete, dass der Star aufgrund ihres turbulenten Privatlebens, wahrscheinlich eine Anspielung auf ihre Probleme mit Bryan Hickerson, wusste, dass es nicht das Beste für Kaya war, wenn ihre Tochter bei ihr war. Der Insider beschrieb die ganze Situation als traurig. Radar verdoppelte diese Aussage im selben Monat und behauptete, Panettiere habe Kaya über die Feiertage nicht gesehen und beschrieb die Situation als herzzerreißend und herausfordernd. Panettiere selbst sprach im Mai 2017 darüber, wie schwer es war, von ihrem kleinen Mädchen getrennt zu sein und erzählte der australischen TV Week, sie verändert sich nicht nur wöchentlich, sondern täglich, stündlich, denn Wladimir und ich leben manchmal nicht im selben Land. This is your beautiful daughter, Kaya. That's right Kaya. There. Hayden Panettiere schien nach der Trennung von ihrem ehemaligen Verlobten Wladimir Klitschko eine harte Zeit durchzumachen und verließ kaum die Klatschspalten der Boulevardpresse, da sie anscheinend ausging und feierte. Im August 2018 veröffentlichte Radar Fotos von Panettiere, auf denen sie berauscht aussah und sich während einer Party erbrochen hatte und behauptete, eine Bar habe sich geweigert, sie zu bedienen, weil sie bereits zu viel getrunken habe. 2 Monate später behauptete eine Quelle, dass sich ihre Familie und Freunde wegen ihrer scheinbar wilden Lebensweise Sorgen machten und behaupteten gegenüber Life and Style, dass Panettiere zu viel getrunken und sich daneben benommen habe. Sie behaupteten auch, dass Klitschko ein beruhigender Einfluss auf sie gewesen sei, als sie zusammen waren, und ihre Liebsten waren besorgt, dass sie nach ihrer Trennung die Kontrolle zu verlieren schien. Panettiere hat bereits zugegeben, dass sie mit Alkohol aufgewachsen ist. Sie erzählte dem britischen Magazin Now im Jahr 2010, dass sie zum ersten Mal mit 8 Jahren einen Drink zu sich nahm. Ich bin italienisch aufgewachsen und wir haben immer ein Glas Rotwein zum Abendessen getrunken. Es war nie etwas Schlimmes. Eine weitere der dunkelsten Zeiten in Hayden Panettieres Leben kam nach ihrer Trennung von Wladimir Klitschko, als sie im August 2018 eine neue Romanze mit Bryan Hickerson begann. Allerdings wurde es schnell giftig zwischen den beiden. Im Mai 2019 wurde Hickerson wegen häuslicher Gewalt verhaftet. Laut Radar gerieten die beiden in eine Auseinandersetzung, die das LAPD als physisch und verbal beschrieb. Panettieres Mutter, Leslie Vogel, sprach mit Radar über den Vorfall und behauptete, sie stehe unter Schock. Aber die beiden schienen das Drama herunterzuspielen, als sie 2 Wochen später händchenhaltend abgelichtet wurden. Hickerson wurde noch im selben Monat wegen häuslicher Gewalt angeklagt, plädierte aber auf nicht schuldig. Es wurde eine Schutzordnung erlassen, die es ihm verbot, sich ihr auf 100 Meter zu nähern oder sie zu kontaktieren. Leider war das noch nicht das Ende. Hickerson wurde erneut verhaftet, diesmal am Valentinstag 2020, weil er Panettiere geschlagen haben soll, wie US Weekly berichtet. Panettiere erwirkte im darauffolgenden Juli eine einstweilige Verfügung und bestätigte gegenüber US Weekly, dass sie ein Opfer häuslicher Gewalt sei.
Ich bin bereit, meinen Teil dazu beizutragen, dass dieser Mann nie wieder jemandem wehtut. Im August 2020 kamen Gerüchte auf, Hickerson haben seine Ex nicht in Ruhe gelassen, bevor er im April 2021 zu 45 Tagen Haft verurteilt wurde. Nach seiner Entlassung wurden er und Panettiere bei mehreren Gelegenheiten zusammen gesichtet, hielten sich aber über den Status ihrer Beziehung bedeckt. Hayden Panettiere hatte viel zu verkraften, als sich ihre Eltern scheiden ließen. Denn die beiden stritten sich in einem langwierigen Gerichtsverfahren, das nicht gerade freundschaftlich verlief. Es wird vermutet, dass die beiden sich 2008 trennten, wobei die 19-jährige Panettiere Berichten zufolge zwischen ihre Eltern geriet. Hayden schien beide zu unterstützen und bot ihrer Mutter eine mietfreie Wohnung an, wie TMZ berichtet. Diese Entscheidung kam, nachdem Vogel in Gerichtsdokumenten behauptet hatte, dass Haydens Vater ihr über 3 Jahre hinweg nur 4 Monate Ehegattenunterhalt gezahlt hatte. Hayden hielt ihrem Vater aber auch den Rücken frei. Denn in den Dokumenten wurde behauptet, dass der Heroes-Darsteller ihrem Vater $100.000 gegeben habe. Im Jahr 2016 einigten sich die beiden schließlich auf die Bedingungen ihrer Scheidung, wobei TMZ behauptet, dass Alan seiner Tochter die $100.000 zurückzahlen musste, die sie ihm gegeben hatte, sowie $5.000 pro Monat an seine ehemalige Frau für insgesamt 5 Jahre. Der langwierige Streit war zweifellos für alle Beteiligten nicht einfach, auch nicht für Hayden und ihren Bruder Jensen Panettiere. Die Welt schaute im Februar 2022 entsetzt zu, als die Ukraine von Russland überfallen wurde. Aber Hayden Panettiere hatte tatsächlich eine sehr persönliche Verbindung zu dem europäischen Land, was die Sache noch viel schmerzhafter machte. I can't continue to sit on the sidelines just watching as this disaster rages on. Natürlich war Panettiere mit Wladimir Klitschko verlobt, einem gebürtigen Ukrainer, der immer noch im Lande lebt. Sein Bruder Vitali Klitschko ist sogar Bürgermeister der Hauptstadt Kiew. Die Klitschko-Brüder traten in den sozialen Medien gemeinsam auf und schworen, zu den Waffen zu greifen und die russische Armee selbst abzuwehren, was Panettiere zweifellos um die Sicherheit des Vaters ihrer Tochter besorgt machte. Panettiere teilte ihren Kummer auf Instagram und postete am 25. Februar einen Schnappschuss von sich und ihrem ehemaligen Verlobten, der sich mit Ukrainern trifft, zusammen mit einer herzergreifenden Bildunterschrift. Panettiere schrieb, ich habe mich persönlich von der Stärke des ukrainischen Volkes überzeugt, das so hart für seine Unabhängigkeit gekämpft hat und sein Land über die Jahre hinweg leidenschaftlich verteidigt hat. Was Putin tut, ist eine absolute Schande. Panettiere antwortete auch auf einen Kommentar eines besorgten Fans auf Instagram und bestätigte, dass ihre Tochter Kaya sicher und nicht im Land war, als der Krieg ausbrach. Panettiere hatte bereits vor dem Krieg mehrfach ihre Unterstützung für das Land und seine Zukunft gezeigt und 2013 an der Seite von Wladimir an Protesten in Kiew teilgenommen und sich dort zu Wort gemeldet. Hayden Panettiere hat sehr offen über ihre Probleme mit ihrem eigenen Körper gesprochen. Sie erzählte mutig, dass das Leben im Rampenlicht ihre Gedanken und Gefühle über sich selbst beeinflusst hat. In einem Interview mit Women's Health im September 2012 gab der Star ein sehr offenes Geständnis ab und erzählte, woher ihrer Meinung nach ihre Probleme rührten. Panettiere erinnerte sich daran, dass sie im Alter von 16 Jahren ein Foto von sich in einer Boulevardzeitung gesehen hatte, auf dem das Wort Cellulite stand. Sie gab zu, dass sie gedemütigt war und danach lange Zeit unter Körperdysmorphie litt. Obwohl sie auch verriet, dass sie hart daran arbeitete, ihre negativen Gedanken zu überwinden. Der Star erzählte dem Magazin, ich erinnere mich daran, dass ich mir immer wieder gesagt habe, dass Schönheit eine Meinung und keine Tatsache ist. Und dadurch habe ich mich immer besser gefühlt. I feel good. It's a slow and steady wins the race. Ich finde, wenn ich mir zu viele Gedanken darüber mache, was ich esse, belaste ich meinen Körper und nehme zu. Inzwischen scheint Panettiere einen besseren Weg eingeschlagen zu haben. Denn sie gab zu, dass sie sich nach der Geburt ihrer Tochter Kaya nicht mehr so viele Sorgen um ihren Körper gemacht hat. In einem Interview mit dem People-Magazin aus dem Jahr 2020 sagte Panettiere folgendes. Man macht das durch. Ich werde nicht essen. Ich werde dies nicht essen. Ich werde das nicht essen. Ein Teil des Abnehmens ist Geist, Körper und Seele. Falls ihr oder jemanden, den ihr kennt, mit psychischen Problemen zu kämpfen habt, könnt ihr euch rund um die Uhr an die Telefonseelsorge unter 0800 111 0111 oder 0800 111 0222 wenden. Auch per E-Mail oder Chat. Falls ihr oder jemand, den ihr kennt, von häuslicher Gewalt betroffen ist, könnt ihr das Hilfetelefon unter 08000 116 016 anrufen. Weitere Informationen, Hilfsangebote und Unterstützung findet ihr auch auf der Webseite der Organisation.